Gewonnen, Bitches! Gewonnen! Yeah! Yeah! Gewonnen, gewonnen! Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park The Fractured Barol. Wir wollten ja eigentlich wollten wir zur Bürgermeisterwahl, zur Vereidigung vom Kuhn, aber mir haben zwei Sachen keine Ruhe gelassen. Muss ich zugeben, musste ich tatsächlich Google befragen. Einmal, was das mit der Karte auf sich hat, die wir hier im Bibis Keller hatten. Und zwar einmal gucken. Und versprochen, wir gehen gleich zu Mitch Connor. Diese Karte hier, die hat mir wirklich keine Ruhe gelassen. Und ich habe dann Google mal endlich befragt, was das mit dieser Karte auf sich hat. Und das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Denn diese Karte verrät uns einfach nur, ich sag mal in Anführungsstrichen nur, die Fundorte der Yowie-Bildchen. Und wir haben noch eine andere Sache, die hat mir auch einfach keine Ruhe gelassen. Und zwar wegen dem Crafting. Wie wir den Atomkreuzer kriegen. Wir haben hier anscheinend noch ein... Ach, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Das Krustentierchen, den Krustentierchen-Modellator. Und der bringt uns aber nicht wirklich was. Die Kostüme haben wir uns auch nicht angeguckt. Einmal Kopf. Ah genau, die Blitzmaske hatten wir ja gekauft. Den Ozonanzug und den Blitzanzug. Und wir haben uns ja noch die Ozonhandschuhe gekauft. Also nicht wirklich viel. Und zwar haben wir uns doch die ganze Zeit gefragt, wie wir an diesen blöden Atomkreuzer kommen, den wir hier bei Kevin Stoley die Einzelteile schon gefunden haben. Und es fehlte ja immer noch was. Es fehlte ja eine Scheibe. Und das ist so simpel, deswegen sind wir da auch nicht drauf gekommen. Und zwar, wenn wir uns hier einmal angucken, im Untersuchungsmodus, da blinkt hier was. Das hätten wir einfach nur mit einem Knaller auslösen müssen. Mehr ist das nicht. Und dadurch haben wir ein nasses Space Track Modell. Yeah! So, Crafting. Nein, erstmal Inventar. Denn da ist irgendwas mit einem Stern da. Nasses Space Track Modell. Wurde in Kevin Stoleys Badewanne gefunden. Benötigte Zutat für den Atomkreuzer. Dann stellen wir den einfach mal her. Der bringt zwar nichts, aber dadurch, dass wir den unbedingt haben wollten, kann ich zumindest einmal sagen, wir haben es ja gezeigt. So, Artefakte. Ich glaube, das ist egal, welchen wir dann nehmen. Der ein 100er Wert. Wurde von einem eifrigen Helden wiederhergestellt, der sich tapfer Mikrowellenstrahlung ausgesetzt hat, um dem Gemeinwohl zu dienen. Der bringt Gesundheit minus 4, kritischer Trefferschaden plus 2%. Was passiert, wenn wir den da... Okay, kritischer Trefferschaden plus 19%. Bonusverbündetengesundheit minus 34%. Ah, nee. Nee, das lassen wir. Aber auf jeden Fall haben wir den jetzt. Dann können wir auch jetzt endlich zur Vereidigung von Mitch der Bitch Connor. So, schnellster Weg. Noch ein bisschen Schrott einsammeln. Eigentlich wollten wir ja noch ein Level mehr haben. Aber wir haben das jetzt so lange hinausgezögert. Und ich glaube, dass damit wird das Spiel noch nicht zu Ende sein, weil uns fehlt ja auch noch ein Schlüssel beim Polizeirevier für die Polizeiautos. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Ja, haha. Genau der. Nein, Kunstagramm wollte ich nicht. Oh Gott. Was ist hier los? Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung. Wie kann man das machen? Er kann machen, was er will. Er ist Bürgermeister. Seht, am Fenster. Fickt euch, Leute. Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken. Oh,
Vorbei, das war's. Aber das darf's nicht gewesen sein. Das war's, Kyle. Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten. Doch, Wunderarsch. Neuer, Neuer, kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Neuer, es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Oh ja. Komm zum Taco-Laden. Wir müssen das beheben. Okay. Ihr habt's gehört. Alle Freedom-Pals kommen sofort zu Freemans Tacos. Gott hat gerufen und wir werden also, Gottes Ruf folgen. Ich hab doch geahnt, dass es das noch nicht ist. Wir hätten uns mal die Karte, die Standorte mal aufzeichnen sollen. Das ist schade. Halt. Vielleicht können wir das ja abfotografieren. Ganz blöd sind wir ja auch nicht. Bibis Karte mal abfotografieren. Vielleicht können wir die dann benutzen, um dann die letzten Yowies zu finden. Warum bin ich nicht vorher auf diese Idee gekommen? Einfach mal die Karte abfotografieren. Und dann können wir immer noch zu Gott bzw. Mr. Morgan Freeman, den Inhaber von Freeman's Taco. Einmal hier rein. Einmal so. Und einmal so. Okay, so bringt uns das nichts. Wir können auch... Können wir hier irgendwie... Nein. Aha. Nee, so ist ja nur die normale Karte, wie wir sie sonst auch öffnen. Die Sternchen, das wissen wir mittlerweile auch. Das bedeutet nur, wir haben hier... neue Sachen zu kaufen. Und wir müssen das doch irgendwie fotografieren können, oder? Ah, ranzoomen. Foto machen. Aber irgendwie bringt uns das nichts. Aber wir werden die Yowies auch so finden. Ich hatte eh vor, wenn dann alle DLCs draußen sind, mir die alle auf einen Schlag dann zu holen. Und dass man dann die DLCs auch nochmal als Let's Play bringt. Und spätestens da können wir dann auch nochmal... Können wir dann nochmal schauen, dass wir dann auch alle Secrets, die wir hier jetzt übersehen haben, noch finden. Wenn es dann möglich ist. So, wir sollen zu Freeman's Tacos. Mich würde ja mal interessieren, bevor wir da reingehen. Oh, da kommt mein Lieblings-Superheld. Oh, halt die Schnauze. Okay, hier können wir das Bad nicht sabotieren. Das Klo hatten wir schon. Mich würde ja auch mal interessieren. Jetzt ist der Faden weg. Genau, mich würde ja mal interessieren auch, ob es unter euch einige gibt, die vielleicht sogar schon das geschafft haben, bei allen Klos irgendwie die Herausforderung zu schaffen, denn ich bin da anscheinend leider zu inkompetent für. Könnt ihr mal einen Beweisscreen auf meiner Facebook-Seite hochladen? Den Link findet ihr einfach in der Kanalbeschreibung. Eigenwerbung muss mal sein. So, Karte. Genau die falsche Richtung. Gott, ich komme! Okay, Hundearsch ist da!
Morgan Freeman hilft uns, Cartman aufzuhalten. Wie sollen wir ihn jetzt noch aufhalten? Er ist schon gewählt worden. Wunderarsch ist schuld. Er hat uns durch die Zeit gefurzt. Neuer? Das heißt? Deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit. Wir müssen zurück. Wir müssen zurückgehen und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt. Das ist der siebenschichtige Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. Das letzte Mal, lecker. Das, jemand gegessen hat, furzte er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte. So, ich muss dich warnen, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt. Hast du verstanden? Ja, ich hab verstanden. Du bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Ja, was bringt es, wenn wir das herauszögern? Also, essen wir ihn. Jungs, kommt ihr mit? Kommt ihr mit durch die Zeitschleife, oder? Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Könnt ihr mitkommen, oder muss ich alleine und euch dann rekrutieren? Einmal so und einmal so. Die Gase, sie stauen sich. Sie wollen raus. Scheiße! Neuer, es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Ich glaube immer an mich. Oh nein, du hast nicht an dich geglaubt. Du hast nicht an dich geglaubt. Durch die Zeit gefurzt. Jetzt müssen wir nur noch den Takoladen verlassen. Und vorher gucken wir mal eben aufs Klo. Es ist so dunkel hier. Ach, hier haben wir die Herausforderung noch nicht geschafft. Freemans Toilette. Wenn wir schon hier sind. Santa Maria. Insel, die aus Träumen geboren. Druck aufbauen. Coole Moves. Und Luftbelästigung. Okay. Und Druck, Druck, Druck. Brunsen. Nicht übel. Was? Das ging zu schnell. Und rausdrücken. Schade, nicht geschafft. Nur 2 von 4 Sternen. Ich sag doch, ich bin zu inkompetent dafür. Aber ich glaube so fest an mich, dass ich das irgendwann schaffen werde. Okay, wo sind wir gelandet? In welcher Zeit? Sind wir weit genug zurückgereist? Oder haben unsere Gase nicht gereicht? Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten allerseits! Es ist Weihnachten! Saufen wir uns zu! Was? The Mitch Experience! Was zur Hölle? Mitch Connor! Zu spät! Wir sind in der Zukunft gelandet! Jetzt ist Cartman schon im Amt! Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist! Das klappt nicht! Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen! Wahrscheinlich im wahrsten Sinn des Wortes. Tulchett hat recht, er muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch, South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Oh, hey Jungs, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, okay? Ich bin sowas von am Arsch. Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen. Was tun die in diesen Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Hören Sie auf zu trinken. Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs. Okay, da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzuhalten. Was macht ihr dahinter hin? Was? Oh Gott, die schon wieder! Was? Alter! Keine Angst, Leute! Die Christmas Critters! Das ist der Ankunft unseres Herrn! Die Woodland Critters. Frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten. Alter. Hey, der Selbstjustizler, den die Bürgermeisterin meinte. Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was. Yeah. 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 Was? Besiege die Waldbewohner. Alter. Ich habe euch nichts getan. Gleich endet der Rest deines Lebens. So, direkt unterbrechen. So.
Einmal Verstärkung, bitte. Das Geschenk für dich. Hundearsch hat Verstärkung gerufen. Ach, wir haben ja Toolshed noch dabei. Nicht Toolshed, Tupperware. Nehmt das! Das mögt ihr doch, ihr Waldbewohner, oder? Ein bisschen Grünzeug? So richtig. Fluss des Todes. Junge! Das hat sie aufgewärmt. Oh Mann, bluten ist lustiger, wenn es bei anderen war. Ja, ist schon scheiße, wenn es dich trifft, wa? Heul Satan! Heul Satan! Nein! Nichts Heul nicht Satan! Alter, diese Waldbewohner können wir nicht besiegen! Die killen uns! Es ist aus! Sekunde mal, es ist Weihnachten! Ich weiß, wer uns helfen kann! Wunderarsch, du musst zu Jesus beten! Jesus! Ja, ja, natürlich! Du musst fest an Christus glauben, verstehst du? Jesus, Christus! Bete zu Jesus, Wunderarsch! Das ist unsere einzige Hoffnung! Ob der uns noch helfen wird? Nachdem wir sein Kreuz, ihn an Kreuz umgedreht haben und in die Luft gejagt haben? Das reicht nicht! Das reicht uns nicht! Bete für seine Erlösung! Ja! Naja, glaube an Jesus! Ich glaube! Ja, ich glaube an unseren Herrn und Erlöser! Zumindest jetzt. Für diesen Moment. Da kommt jemand! Jesus? Bist du's? Nein, Santa! Okay, welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen? Jetzt sind meine Rentiere tot! Ich war's! Ich war's ganz allein! Santa! Seht mal, der Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann? Ja, fressen wir sein Fleisch! Heil Satan! Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder! Santa prügelt die Scheiße aus euch ab! Genau, hilf uns, Santa! Besiege mit uns die Waldbewohner! Ja? Ja? Oh Mist, wir hatten nicht Machst erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht! Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hasi! Sei nicht traurig, Baby! Ich kann mich selbst opfern! Hurra! Ja! Selbst opfern! Santa, reiß dir den Arsch kreuzweis auf! Okay, was ist das für ein Angriff, den er da hat? Schläger des Weihnachtsmanns. Schlag die Unartigen zurück. Oder der Lebkuchenmann. Den packen wir doch mal dahin. Ja, cool. Es ist Pfeffi, der Lebkuchenmann. Ach, den Zeitunterbrecher, den machen wir gleich. Welche Richtung? Wir gehen in diese Richtung. Wir gehen in diese Richtung und helfen Santa etwas. Schließlich sind wir schuld, dass es erst so weit gekommen ist. Nehmt das! Das stand nicht auf dem Wunschzettel. Ja und? Das ist mir doch egal, was auf deinem Wunschzettel steht. Ich krieg auch nicht immer alles, was auf meinem Wunschzettel steht. Aber ich heule deswegen nicht rum. Wunderärsche überall! Ja, Wunderärsche überall! Okay, da kommt er nicht ran. Da kommt er auch nicht ran. Und das gibt's ja nicht. Und so kommt er da auch nicht ran. Dann muss er seinen Zug einmal unterbrechen. Mal sehen, ob deine Milch schön salzig ist. Lass das! Meine Milz gehört mir! Du kriegst meine Milz nicht! Danke, Freunde! Genau, Blute aus! Möchte ich nicht recht haben! Aber das ist schon cool, die Attacke von denen. Ich werde läufig! Was? Du wirst läufig? Wen frage ich als nächstes? Du fragst! Bärchen! So, verlangsamt. Schwarz, oder ist das weiß und gold? War auch verdammt Zeit. Ja, und in Frieden, Mensch. Oh, der arme Lebkuchenmann. Los geht's. So, dich ziehen wir mal ran. Keine Gnade. Teamwork. Ah! Leg dich nicht mit unsterblichen Viertklässlern an. Du
du könntest mal erstmal eine Geschützstellung hier aufbauen. Nein! Nein, falsche Reihe! Damit haben wir unseren Zug versaut. Jetzt komme ich! Ach, sei doch ruhig! So, Santa, du heizt erstmal Bambi ein. So geht man mit Bambi um! Waschbärli? Waschbärli hat unser Geschütz kaputt gemacht. Ich find dich cool. So, fress Dornen. Mann, die halten aber eine Menge aus. Oh, und wir brauchen Heilung. Wir brauchen unbedingt Heilung. Zumindest Wunderarsch braucht Heilung. Jetzt kommt das Höllenfeuer. Nur auf das Höllenfeuer kann ich verzichten. Ist Höllenfeuer nicht toll? Ist warm, ja, aber toll, nein. So, du heilst uns doch erstmal. Eine kleine Menge. So, eine etwas größere Menge. Schon mal 200 Punkte mehr. Heil Satan, halt die Schnauze, Bambi. Alter! Ultimativkraft! Yes! Danke, Freunde. Ich glaube, wir nehmen die von... von Tupperware. Ich mache meine Dominanz geltend. Ich glaube, wir nehmen die von Tupperware. Die von Wendy ist jetzt nicht so der Burner. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Dann mach das auch. So, Nahkampf. Nimm das, Bärchen! Fotoanalyse. Vergrößere Quadranten 4, Call Girl. Bildschärfe optimieren. Hast du einen wichtigen Hinweis entdeckt? Nein, aber das klang doch gut. Das klang irgendwie zwar gut, klang intellektuell, aber wirklich gebracht hat das Leute, nicht. Ich lasse einen Blutbad ein! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Kleinen, der da heilen kann, mit als Ersten erledigen. Teamwork! Das macht sich gut im Superhelden-Lebenslauf. Supermac wird gestartet. Ach komm. Wir versuchen es nochmal. Ah, nein, wir können kein Geschütz machen. Dann halt den Nahkampf. Super-Tornado aktiv. Super-Tornado. Mir wird ein bisschen schwindelig. Und dafür ist er zurückgeschlagen worden. Tod und Schmerz warten. So, du prügelst wieder auf Bambi ein. Du hast ja anscheinend keine Ultimativkraft. Wunder mich ein bisschen. Es ist schon Zeit, ihr Fieslinge. Aber das ist mir doch egal. Du hast angefangen. Wenn du anfängst, dann gibt's auch keine Schonzeit mehr. Aua. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. So, wir können... Ah, damit kommen wir nur auf einen, oder? Ja. Dann nehmen wir... Dann nehmen wir doch die von Tupperware. Die Ultimativkraft. Obwohl wir könnten... Ha! Gerald! Ich habe einen Job für dich. Für Valhalla! Für Valhalla und den Weihnachtsmann! Bomben los! Recht so. Ultimativkraft ist immer noch bereit. Bärchen, lass das. Wir haben dir doch nichts getan. So, wir haben noch einen Zug mit unserem Vergangenheits-Ich. Dann hauen wir da doch mal ein paar Dornen drauf. Bambi ist auch gleich hinüber. Habe ich da gerade den Vater von Mr. Garrison gesehen im Hintergrund? Ich nicht! Brennt
Der ältere Herr da? Ach, das ist nur ein Altenheimbewohner. Der sah gerade ganz kurz für mich aus. Wie der Vater von Mr. Garrison, der ihn nie missbraucht hat. Nein! Zeit für ein sauberes Mobbing. Nehmen wir das. Ich glaube, wir gehen mal Richtung Center mit ihr, aber einmal nach dem Phone Destroyer. So, Bärchen ist gleich hinüber. Du wirst mich hassen. Ach, da ist ja auch noch, sind ja auch noch zwei Vögel und eine Maus. Die rücken bestimmt nach. Die opfern sich bestimmt. Oder die rücken nach und hauen richtig drauf. Was? Was machst du da? Geh runter von mir! Ach so, du hast nur geheilt. So, einmal das. Einmal Teamwork. Sehr schön. Gut gemacht. Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark 3. Tupper-Mac Mark 3. Verstärkung aktivieren. Raketenregen. Verlangsamt, geschockt. Und nochmal. Fresst Raketen, ihr Bestien. Verlangsamt, am Brennen, geschockt. Sehr schön. So, Center, du kannst mich mal eben wiederbeleben. So, Wunderarsch ist wieder da. Hatten wir nur noch dieses Wiederbelebungsteil? Ja, das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Eine mittlere Menge. Eine große Menge. Eine kolossale Menge. Erstmal etwas futtern. Wuhu! Wir sind wieder fit. Und du wirst gleich nichts machen. Das sehe ich schon. Nein. Selbst wenn du was machst, das interessiert mich nicht. 90,6%. Nein. Center. Mein Tod war sinnlos, Unhold. Genau, blute aus, Bambi. Ich hoffe, ihr Kinder seid nicht zart beseitet. Gleich wird's heftig. Könnt ihr das bitte lassen? So, Call Girl, du musst uns nochmal wiederbeleben. Haben wir nur dieses kleine Wiederbelebungszeug? Anscheinend. Hashtag Arschrettung. Dieser Hashtag war doof. So, einmal etwas in Deckung gehen. Eine größere Menge wiederherstellen an Lebensenergie. Preist den dunklen Fürst! Ja, genau. Heil deinen Kollegen. Ist mir doch egal. Oh, vielen Dank. Aber das war mir sowas von klar, dass Mitch die Bitch Connors sich mit denen auch noch einlässt. Es ist soweit. Mit den Weihnachtscritters, den Waldbewohnern. Ach komm, was soll's. Drauf da! Guter Treffer! Tupperdose aktivieren! Und den Tupper-Tornado! Tupper-Tornado-Warnung! Teamwork und tot! Macht sich dieser Körper nicht ganz spitz? Halt! Du hast jetzt Sendepause! Wunderärsche überall! Ha! Erstmal etwas Sand für euch. Ultimativkraft. Ich kann einen Flashmob herbeitreten. Achtung!
Dann den Flashmob. Und Santa wiederholen. Obwohl Santa müsste nach dem Kampf dann ja wieder da sein. Dann müssen wir kein Wiederbelebungsserum verschwenden. Ich glaube, dann können wir lieber noch, obwohl Classy können wir uns aufsparen. Ach komm, ein Taquito Grande geht immer. Erstmal was essen. Ich bin die Santa. Ich beobachte euch beim Schlafen. So, Zug beenden. Ich lasse es jetzt krachen. Zug beenden. Nein, 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 nein. Lass das, du kleiner Scheißer. Hast du schon mal einen Fuchs mit echten Lasern gesehen? Aus dir mache ich gleich eine Fuchsstola. Nein, nein, so nicht, so nicht. Ich glaube, wir sollten Santa doch wiederholen. Ach, wir haben ja genügend Wiederbelebungskram. Einmal Santa. Bitteschön. So, den Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, der haut dir jetzt erstmal schön gepflegt eine aufs Fressbrett. Oh, Satan wird von dieser Tiermisshandlung hören. Das ist mir doch egal. Dann in den Nahkampf. Hey, ja. Perfekt, nicht bewegen. Oh, härter, mein verlangsamt. Und den Finisher. Ich gebe dir jetzt mal erstmal den Rest. Und häng deinen Fuchsschwanz hinterm Rückspiegel. Das war unausweichlich. Du hast gewonnen. Sieg. Lieder zum Festartefakt. Und Währung. War das gerade ein... Was gerade ein Pentagramm auf dem Buch? Keine Ursache, Kinder. Aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen. Aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik. Verstehe. Okay, dann lasst mal deinen Arsch zusammenflicken. Mit den besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig. Was? Zur Abtreibungsklinik. Zur Abtreibungsklinik? Mal eben schnell die Kollekte plündern. Edgars Kleber, Klebeband. Auf jeden Fall liegen hier ganz viele Geschenke. Human Centipede Mini. An mehr kommen wir hier nicht ran. Ist das die Bank? Die Bank ist geschlossen. Tina! Tina, es tut mir leid. Sollte es auch. Junge, Junge, Junge. Hey, des Entzugs, Videospiel. Hieß das nicht eigentlich Heroin-Drache? Oder Heroin-Hero? Alter, prügeln die sich hier. Ist aber nicht sehr weihnachtlich. Ei des ewigen Lebensrezept. Dinge, die man nicht sehen möchte. Ei des ewigen Lebens plus 4. Ein übertakteter Inkubator für die Herstellung mutierter Embryonen aus Stammzellen. Beste Wirkung bei Analgebrauch. Was? Einfach mal herstellen. Taumelnder Derwisch. Plus 4. Stellen wir auch mal her. Ach, den hatten wir noch ausgerüstet. Ups. Ist das der? Ne, das ist die Herrschaftsspitze. 806 Macht. Das weniger. Ultimativkrafterholung höher. Rückstoß-Kombo kann ruhig etwas niedriger. Aber dafür die Erholung. Ah, wir haben da oben auch noch was zum Auswechseln.
Rückstoß-Kombo-Schaden höher. Ultimativkraft-Erholung höher. Ach komm, nehmen wir den. Und den da oben. Ganz oben. Den wechseln wir aus mit dem Inkubator. Dann haben wir eine höhere Ultimativkrafterholung, etwas weniger Rückstoß-Kombo-Schaden. Aber unsere Ultimativkraft geht dafür schneller hoch. Junge, Rudolf, mach keinen Scheiß! Da haben sie den Weihnachtsmann geköpft. Und so viele ungewollte Schwangerschaften zu Weihnachten, das kann es ja wohl nicht sein.